Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Isle of Zipta. Ja, passend zum Start natürlich, gerade beginnt wieder ein Sturm, haben wir wieder ein bisschen weniger Lichtverhältnisse. Und was vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen ist, wir sind gerade in einer neuen Aufnahmesession. Und diese Aufnahmesession nehme ich zum aktuellen Zeitpunkt gerade am 5.12. auf. Also sprich, einen Tag vor Release des neuen Battle Passes und der neuen Season. Das heißt, wir werden hier nochmal uns ein bisschen austoben. Wir werden nochmal bis zum nächsten Dungeon, denke ich, nochmal laufen in dieser Season. Und die nächste Season werden wir dann schon einen neuen Inhalt haben. Denn beispielsweise kommen ein Hexen-Event in der nächsten Season dazu. Ne, da kann man dann ähnlich wie eine Kopfgeldjagd die Kultisten oder die Beschwörer, die wir hier überall in den Lagern haben, niederknüppeln und die kann man dann mit einem Seil bei einem Kopfgeldjäger abgeben und bekommt dafür Tokens. Und für diese Tokens kann man dann später beispielsweise T4-Kämpfer oder Handwerker oder epische Waffen oder legendäre Waffen, Rüstungen, alles mögliche eintauschen. Das werden wir uns dann, wie gesagt, dann aber in der nächsten Aufnahmesession angucken, da ich dann, wie gesagt, jeder Session immer ein klein bisschen vorproduziere. Vielleicht werden wir zwischendurch auch mal streamen. Ich werde mal gucken, ob ich das die Tage vielleicht nochmal irgendwie in den Start bekomme. Dann gucken wir uns die Season vielleicht parallel im Stream schon mal vorab ein bisschen an. Da müssen wir mal gucken. Und kleine Info nochmal nebenbei. Hatte ich ja in einer der Folgen, wo ich ein bisschen Real Talk noch mit eingebaut hatte, schon mal erwähnt. Ich habe einen kleinen Kater aus dem Tierheim in meine Obhut genommen. Also sollte im Hintergrund mal irgendwie, keine Ahnung, Gemauze oder so zu hören sein, dann nicht wundern. Hat dann diesen Grund. Ich hab mein Mikrofon so weit eingestellt, wie es geht, dass halt im Hintergrund alles rausgefiltert wird. Aber gerade wenn der Kleine halt hier so neben mir hier so ein bisschen rumtobt, kann es halt dann doch durchaus mal sein, dass man ein bisschen was hört. Ne? Also nicht wundern. Das ist dann die Erklärung dazu. So, dann müssen wir mal gucken. Wir schauen mal kurz auf die Karte und müssen uns erstmal orientieren, wo hier jetzt das nächste oder der nächste Point of Interest irgendwo ist. Ne? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Das sieht mir hier hinten so ein bisschen aus. Ne? Könnten auch in die Richtung nochmal gucken, aber ich denke, wir werden hier hinten hin müssen. Also weiter Richtung Osten. Müssen wir mal gucken, dass wir hier diesen Aufgang irgendwie hinkriegen, dass wir hier durchlaufen. Hier den See werden wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht haben wir da nochmal eine coole Location für einen möglichen Außenposten. Wie gesagt, drei etwas größere Bauprojekte würde ich in dieser Conan Exiles Season nochmal mit einplanen. Dass wir uns, wie gesagt, einmal die Desert Town Mod nochmal genauer angucken können. Und zumindest einmal das Murun Bauset. Die beiden würde ich ganz gerne noch mit unterkriegen. Lassen wir mal gucken. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier irgendwie schon so ein bisschen rüber. Ne? Mal gucken, dass wir uns hier ein bisschen durchschlängeln. Dass wir den Aufstieg durch die Berge hier quasi nicht übersehen. Gucken wir mal. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen schon mal startklar machen. Sind schon wieder so die ekelhaften Erdhunde. Ah, das ist echt cool mit dem Schild der grauen Riesen, muss ich sagen. Wir blocken und der Angriff von dem Gegner, der auf unseren Schildblock geht, verpasst ihm einen Blutungseffekt. Mega geil. Machen wir also quasi passiv auch nochmal Schaden. Während wir uns verteidigen. Das ist ganz praktisch. Ist halt immerhin jedes Mal ein Blutungs-Stack, den wir zusätzlich nochmal drauf haben. So, jetzt müssen wir uns gleich wieder orientieren. Sind wir hier noch richtig? Ja, ne? Bisschen abweichend in die Richtung. Hier ist nochmal ein Runenkreis, wie es aussieht. Oh. Mir scheint, wir haben einen Boss gefunden, ne? So, dann würde ich sagen, ja, moin. 16.000 live. Gucken wir einfach mal.
Rüstung zerreißen ist wichtig. Blutungseffekte sind drauf. Das sieht gut aus. Dürfte wieder einen guten EP-Schub für unseren zweiten Begleiter nochmal geben, ne? Dann ist der auch bald. Dann ist der auch bald Level 20. Hm. Unsere Damen schlagen sich gar nicht mal schlecht. Bis jetzt. Darf man natürlich jetzt nicht vergessen, dass eine unserer Damen schon Max-Level hatte. Das sieht ganz gut aus. Durch den hohen Rüstungswert und die Lebensmittel, die sie nebenbei immer mit verbrauchen, haben sie aktuell mehr Heilungswert, als sie Schaden kriegen. Das sieht ganz gut aus. Also sprich, die Voltbusse, die normalen hier, sind im Prinzip reines Abfarmen nur noch. Bin ich mal gespannt, wenn wir das nächste Mal bei unserer Basis sind. Da war ja noch die Dämonenspinne und die große Tarantel, ne? Und gerade mit der Tarantel haben wir ja noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Da haben wir noch eine Rechnung offen. Wir müssen unsere liebe Tessa noch rächen. Hammer gleich. Und mal gleich wieder gucken, ob wir wieder einen Dietrich kriegen. Hm, funktioniert ganz gut. Kriegen so gut wie gar keinen Schaden von dem Kerlchen hier, ne? Das war's schon, den haben wir schon erledigt. Sehr gut. Braunbärkopf. Aber es aussieht, haben wir keinen Dietrich bekommen, ne? Es aussieht, haben wir keinen Dietrich bekommen. Können wir mal gucken, aber ich glaube, einen hatten wir eh noch im Inventar. Müssen wir mal durchgucken. Nee, wir haben keinen Dietrich bekommen. Ah, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Können wir mal gucken, was war das hier für eine Markierung? Der Kreis von Roskrana. Aha. Habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft, muss ich gestehen. War ein bisschen enttäuschend, der Boss. Mich wundert es halt auch, dass der Bär irgendwie weder Niederschmettern gemacht hat, noch irgendwie, dass er Blutungseffekte verteilt hat. Ne? Weil gerade mit diesem Stampfangriff, wo er mit seinen Pranken zuschlägt, wenn man mal gesehen hat, was der für Krallen hatte, hätte ich da eigentlich... Blutungseffekte erwartet. So. Ein paar wilde Hunde. Lass mal unsere Mädels machen. Ja, sehr gut. Müssen wir jetzt bloß darauf aufpassen, wie wir hier hochkommen. Ne? Das sieht ein bisschen aus, als ob wir hier wahrscheinlich eher über diese Brücke da oben irgendwie rüberlaufen müssten. Wir sind jetzt hier unten in einem Tal irgendwie. Müssen wir mal gucken, ob wir eventuell gleich mal die Fackel benutzen. Es scheint ja ziemlich dunkel zu sein. Ist jetzt gerade wegen dem Sturm wieder. Wegen dem Mahlstrom. So, wir müssten nämlich eigentlich irgendwie da hoch. Wie das aussieht, kommen wir da, glaube ich, nicht so ohne weiteres hoch. Ne? Müssen erst irgendwie über diese Brücke hier hoch. Imuis Fahrt. Aha. Wir folgen erstmal dem Pfad. Vielleicht schlängelt sich das jetzt hier so ein bisschen durchs Gebirge hoch. Ah, nehmen. Es ist witzig, dass sie für die Wildhunde gerade ein Schäferhundmodell irgendwie genommen haben. Ne? Eigentlich des Menschen bester Freund, aber hier des Exilanten schlimmster Feind, so nach dem Motto. Gerade wenn die im Rudel ankommen. So, dann lasst uns mal gucken. Hier geht's eher wieder runter, ne? Als dass es hochgeht. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir, wie wir jetzt irgendwie da auf diesen
auf diese Klippe hochkommen. Schlimmstenfalls laufen wir jetzt hier außen nochmal durch. Erledigt. Level Up haben wir auch schon wieder gehabt. Können wir gleich nochmal nach Attributen und nach Rezepten und so weiter gucken. Eventuell können wir vielleicht bei Kompetenz nochmal ein paar Punkte reinpacken, dass unsere Begleiter nochmal ein bisschen stärker werden. Mir scheint, kommen wir von der Seite hier gar nicht hoch. Ne? Sieht wirklich so aus, als ob wir über diese Landbrücke irgendwie hoch müssen. Das ist ja sehr interessant. Problem ist halt auch, hier ist es sehr, sehr steil. Ne? Also selbst wenn wir hier versuchen hochzuklettern, wird das, glaube ich, eher so semi-klappen. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Sind wir gleich einmal komplett drumherum gelaufen. Aber scheint dann auch eine recht interessante Location zu sein. Wenn man hier anscheinend wirklich nur über... Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Hier schlängelt sich ein Weg hoch. Gut, dann... Problem gelöst. Ich wollte gerade sagen, wenn man hier nur einen einzigen Weg nach oben hat, wäre das ziemlich heftig für eine Basis eigentlich, ne? So, da wären wir. Hier führt auch nochmal ein Weg lang. Ja, schlängelt sich hier so durch. Gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut, muss ich sagen. Kleiner, schmaler Weg, der hier bloß hochführt. So, wir müssen noch mal gucken, wie der kleine See hier oben aussieht. Oder der Tümpel, je nachdem. So, wo geht denn jetzt hier der Weg nach oben? Eisen hätten wir hier auf jeden Fall schon mal. Ah, hier geht der Weg hoch, sehr gut. Da unten sehe ich auch noch mal Eisen, okay. Oh. Ach, warum müssen es immer Spinnen sein? Bei allen Kreaturen auf der Welt, warum müssen es immer Spinnen sein? Gittigit. Ist doch... Ah, da ist noch eine. Das ist so genial mit dem Schild einfach nur. Springt uns an und kriegt erstmal gleich einen Blutungseffekt als, ja, als Bestrafung. Hier ist auch wieder Eisen. Sieht eigentlich nicht so wow aus. Sieht wirklich nicht schlecht. Mal abgesehen von den Spinnen. Ist das eine recht schicke Location hier? Abgesehen von den Spinnen gefällt mir das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wäre halt auch ein guter Anlaufpunkt, wenn man jetzt hier im Osten sein Stadtgebiet gehabt hätte, ne? Hier müsste man sowieso hin, um sich die Magie zu holen. Also um mit der Magie zu beginnen. Wäre also auch nicht so weit entfernt. Wäre also tatsächlich ein bisschen prädestiniert für einen Basisstandort, wenn ich ehrlich bin. Müssen bloß noch mal ein bisschen scouten, was es hier noch so an Ressourcen gibt. Ich schnapp uns mal eine Fackel. Hier ist doch ein bisschen dunkel, glaube ich. Ne? Es ist doch ein wenig dunkel hier. Gucken wir hier noch mal rum, was wir hier noch so für Ressourcen haben. Wildtiere gibt es auf jeden Fall auch. Stein und Holz haben wir auch Zugang zu. Hier sind auch ein paar Bärensträucher. Pilze hätten wir theoretisch. Ne? Könnte man uns also auch Giftohr so herstellen. Oh, wirkt auf den ersten Blick erstmal nicht so uninteressant. Hier ist auch noch mal Eisen. Können wir mal gucken, ob wir diese Brücke, diese natürliche Landbrücke noch mal finden. Oh. Ja gut, unsere Mädels kümmern sich da drum. Sehr gut. Aber ganz schön verbreitet, die Spinnen hier, ne? Ganz schön ausgedehntes Gebiet mit den Viechern. So, das müsste, glaube ich, jetzt hier die Landbrücke sein, oder? Ist das der Punkt? Könnte sein, ne? Auch nicht so uninteressant, ne?
Wenn man jetzt hier drauf eine Basis setzen würde, könnte mal gucken, ob man hier überhaupt drauf bauen kann. Ja, eine Foundation hätten wir hier oben, ne? Also eine Plattform, wo man bauen könnte. Wäre jetzt nicht so uninteressant. Könnte man theoretisch sogar versuchen, ob man hier mit Brückenteilen, also mit Hängebrücken, vielleicht sogar bis rüber auf die andere Seite kommt, ne? Oh, sieht schon mal interessant aus. Interessanter Spot. Überall immer mal verteilt ein paar Eisenvorkommen. Müssen wir bloß hier ein bisschen nördlich nochmal gucken, wie es da aussieht. Auf jeden Fall eine ganze Reihe an Hochlandbeeren. Das ist schon mal sehr gut. Also Lebensmittelversorgung und allerschlimmstenfalls ein bisschen, ne? Material, um Tränke herzustellen oder Getränke, besser gesagt. Fruchtsaft und so Kram. Hätte man hier auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir hier halt auch die Wasserquelle haben, haben wir natürlich auch keine Probleme, uns um unseren Durst zu kümmern. Ne? So, jetzt müsste es eigentlich gleich wieder hell werden. Widerlicher Sturm ist wieder vorbei. Dürfte es gleich wieder hell werden. Können wir unsere Fackel auch wieder ablegen. Mit überall so eine komischen Landbrücken, wie mir scheint. Ne? Da drüben auch wieder. Zwei so eine Übergänge. Ja, sehr gut. Dann können wir die Fackel wieder wegpacken. Da drüben scheint auch nicht so uninteressant zu sein. Hm? Ein Punkt, der genau in der Mitte von mehreren so ein Canyons ist. Müsste irgendwo hier sein, glaube ich, ne? Dieser Bereich irgendwie. Sieht gar nicht mal uninteressant aus. Das ist halt immer das Coole, auch hier auf der Isle of Zipta. Es macht halt mega viel Spaß, einfach hier die Gegend zu erkunden. Weil man halt immer wieder coole Locations findet, ne? Die man so vorher vielleicht noch nicht gesehen hatte. Oh, nehmen wir mal gleich einen Schluck Wasser. Oh, ist schon mal nicht schlecht. Man könnte also auch Fischreusen aufstellen. Könnte man sich also auch nochmal mit Fischen versorgen. Und mit den Fischen dann natürlich kommt man auch an Öl ran. Einzige, was wir hier nicht zu haben scheinen, ist Kohle, ne? Und die Holzvorräte sind ein bisschen eingeschränkter. Aber ansonsten war nicht mal schlecht. Oh. Hm. Das ist natürlich jetzt ein leichtes Problem. Ich meine, klar, ne, es ist weit genug weg von der Basis. Aber wir werden mal eins machen. Wir testen es einfach mal. Oh, nicht gut. Okay, das war's für uns. Das war der Vorführeffekt. Müssen wir mal gucken, dass wir uns schnell da wieder hin teleportieren. Das war jetzt natürlich unschön, das war so nicht geplant. So, dann teleportieren wir uns mal ganz schnell dahin. Schnappen wir uns unsere Begleiter wieder, damit die hier nicht hops gehen. So. Müssen wir nämlich ein bisschen drauf aufpassen, dass uns unsere Mädels hier nicht drauf gehen. So, was wir mal machen werden, wir schmeißen uns mal einen Trank rein. Ja, kriegen schon wieder ganz schön Damage ab, ne? Ich glaube, wir müssen, glaube ich, in den sauren Apfel beißen und müssen ein bisschen weiter hier bleiben, weil wenn die wieder springt, dann sehen wir mal direkt wieder runter. Ne? Aber mittlerweile sieht das ganz... Oh. Einer unserer Begleiter ist gerade runtergesprungen, auch nicht schlecht. Weiter Begleiter ist runtergesprungen. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Ah, eine ist wieder da.
Kannst du auch wieder Blutseffekte draufhauen? Ah, da ist er wieder. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen aus dem Staub machen. Erstmal wieder Energie regenerieren. Ja, das hat aber schon mal gut geklappt. Ja. Nein, bleib hier, bleib hier. Bleibst du hier? Ah, verdammt. Da müssen wir mal ganz kurz runtersliden. Die dürfte definitiv einen Dietrich haben. Und den brauchen wir natürlich fürs nächste Dungeon. Oh, da haben wir nämlich den Dietrich. Aber den Spot können wir uns zumindest mal merken. Der ist nicht so uninteressant. So, meine Freunde, würde ich aber sagen, nach diesem etwas überraschend kommenden Tod, machen wir eine kleine Folgenpause. Nächste Folge werden wir dann gucken, dass wir das nächste Dungeon mal betreten. Das dürfte hier, glaube ich, ganz in der Nähe sein. Müssen wir mal gucken, das dürfte hier nämlich jetzt kommen. Wir sind also nämlich schon fast da. Und ja, gucken wir uns mal an, was uns da drin erwartet. Bis dahin fleißig Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge auf der Isle of Scythe. Bis dahin, bleibt schön gesund und ciao, ciao.